Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man 8 Race. Der Onkel Wolf gegen den Guitarist Simon. Ich bin der Onkel Wolf, mein Gegner Guitarist Simon. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer. Also wie unter jedes der Mega Man 8 Videos, weil das werde ich ja nicht vergessen. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Und ich immer noch hier im Race-Stress. Und ich sehe euch zwei da oben, ihr nervt. Ich habe null Leben, warum versuche ich das überhaupt? Egal, ich will mal gucken, wie weit ich komme und gucken, was auf mich zukommt. Das ist nicht... Okay, es ist leicht. Okay, da ist einer, verschwinde. Zack. Oh, das Teil kann laufen, geil. Hatte ich sowas schon mal? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist schon so lange her, dass ich Mega Man aufgenommen habe. Was brauche ich? Die Claw. Ich habe sowieso null Leben. Warum überlege ich das so lange? Warum bin ich so ein Sprachbehinderter auf einmal? Na! Mach! Ja, danke, dass du mir den Felsen hier hingelegt hast, du Eumel. So, nicht du schon wieder, nee. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Schmeck, friss Raketen. Mehr Raketen. Ja, jeder weiß, woher das kommt. Frank Royal. Aber naja. Ja, was bist denn du für einer? Wow, ich dachte, das Spiel hängt. What the fuck? What the fuck? Ey, leck mich doch! Okay, aber wenn du nur das machst, dann bist du machbar, wollte ich sagen, aber... Kamst ja mit anderen Dingen auch. Wieso kamst? Ich hab dich noch nie gemacht. Wow. Was ist denn das für ein Kerl? Moment. Ich überlege, wen aus dem Mega Man Universum kenne ich. Da gibt's Zero, da gibt's Rush Roll. Ey. So ein Arschloch gibt es da bestimmt auch. Moment. Kann es sein, dass du Bass bist? Wow. Denn es gibt eine Mega Man Figur, die Bass heißt und... Ich weiß nicht, wer das ist, also nehme ich mal an, dass du das bist, da ich dich nicht kenne. Aber du bist eigentlich einfach... Eigentlich. Ja, aber jetzt habe ich schon wieder was gesagt und jetzt will er mir den Arsch... Bin ich dumm? Ja, natürlich bin ich dumm. Jetzt will er mir den Arsch aufreißen. Toll, dass das letzte mich trifft, das ist logisch. Und ich gehe ja immer noch weiter mit null Leben, bin ich... Ja. Nein! 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 Ja. Aufpassen, egal. Moment, die Homing. Geht nicht anders. So. Ich weiß, verbrauche ich zwar viel zu viel, aber... Warum strenge ich mich überhaupt so an? Wir haben null Leben. Wow! Ey... Ah. Komme ich da mit dem Ball hoch? Hör auf, Zeit zu fressen. Zack. Ja. Oh, 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 oh. Das ist mir egal, ob ich die Homing jetzt verbrauche. Nein! Okay. Ich hoffe, dass da vorne schon der Endgegner kommt. Zack. Bitte, lass davon den Gegner kommen, sonst habe ich ein Problem. Nein! Okay, ich sehe da jemanden. Nein! Bin ich dumm! Und ich starte wieder hier. Vielleicht habe ich Glück und jemand lässt ein Leben fallen. Ey. Ich bin so dumm manchmal. Und schnell durch hier. Und hier weiter. Nein, keiner von euch lässt ein Leben fallen. Dabei bräuchte ich es so dringend. So, wieder Ball. Zack. Dich ignoriere ich jetzt einfach mal. Dich brauche ich jetzt nicht, aber da war ein Teil. So, Ball. So, testen wir das mal.
Das ist geil. Du da unten. Ja, egal, da fresse ich kurz den Schaden. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Egal. So, wer kommt jetzt? Das Problem ist, ich habe kaum noch Lebensenergie. Was bist denn du für ein Teil? Ich nehme mal an, das Teil, da muss ich vernichten. Oh nein, wieder so eine Art Yellow Devil, oder? Die bringen auch immer wieder dieselben Ideen. Okay, ein Treffer. Was macht denn das? Supi. Moment, das kann ich auch aufladen. Wow! Nein! Nein! Warum springst du, Idiot? Nein! Moment, kann ich das mit dem Feuerschwert aufmachen? Bitte, bitte! Moment, das ist ein Auge. Ich nehme mal an, ich hole das jetzt mit der Klaue da raus und dann verprügle ich es. Nee, aber es macht gut Schaden. Sehr schön. Mit null Leben und so wenig Lebensenergie, warum versuche ich das überhaupt? Ich bin des Wahnsinns. Okay. Ich muss mich jetzt arg konzentrieren, damit ich das schaffe. Okay, bis ungefähr hier. So. Die Klaue. Okay, zwei Treffer kriege ich maximal rein. Was machst du jetzt? Oh, immer noch dasselbe. Nein! Aber wenn du nicht mehr machst, dann bist du ein einfacher Gegner, wollte ich sagen. Okay. So. Zweimal das. Zack, zack. So, oh Mann. Ich bin hier voller Konzentration. Nein! Ich habe mich verarschen lassen. Nein, 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 nicht stehen bleiben. Ja, das war meine eigene Schuld. So. Nein. Wenn er mich jetzt trifft. Komm schon. Bitte. Onkel Wolf. Warum nenne ich selber Onkel Wolf? Ja, weil ich mich so genannt habe. Aber bitte, Wolf. Mach keinen Fehler. Keinen einzigen. Jawohl! Ja! Ja, mit zwei Striche. Mit zwei. Ich halte gerade zwei in den Monitor. Aber egal. Mit zwei Strichen. Geil. Und die Motorradfahrer draußen nerven volle Kanne. Fühle ich mich gut. Great 8. Gucken wir einfach mal. Ich habe sowieso nur Leben. Ach. Logisch. Aber ich habe mir die Schwächen ungefähr zurechtgelegt, wer welche Schwäche haben könnte. Da dachte ich mir, Pflanzen überall. Okay, Feuer. Und Tatsache. Oh, ich kann die Gebüsche verbrennen. Nicht. So. Ich kann wenigstens ein bisschen rumtesten. Okay, wer ist da drin? Granatenman. Granatenman, Granatenman. Moment, Moment. Das könnte. Das ist es nicht. Das könnte sein. Das ist es nicht. Das ist es wahrscheinlich auch nicht. Das auch nicht. Nein. Ich glaube das. War es das? Ich habe es nicht gesehen. Ja. Ja, wenn man sich im Voraus einen Plan macht, dann ist man immer besser dran. Warum versuche ich das überhaupt, ich Idiot? Ich habe null Leben. Fuck. Nein. Oh, aber ich habe keine Dingens mehr. Da kommt was geflogen. Oh, gut, gut, gut. Okay. Ich wollte eigentlich die Leben nachgucken, aber... Oh, Tengu Man. Du warst... Moment, Moment. Die habe ich mir überlegt, so wegen Pokémon Eis vielleicht. 1, 2, 3.
Nein! 1, 2, 3. Von dir kenne ich noch da. Ja, Eistatsache! 1, 2, 3. Pokémon rettet mir den Arsch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ey, jetzt stützt dich ins Verderben. 1, 2, 3. Fuck. Wenigstens das noch. 1, 2, 3. Ey, kann ich noch? Nein. Nee! Das muss ich jetzt auf diese Art und Weise machen. Logisch. Gut getroffen. Wow! Sehr schön gemacht. So. Jetzt gehe ich mal hier oben rein. Astroman. Ja, da habe ich mir auch was im Kopf gesetzt. Weil ich habe gesehen, dass er immer wieder mal verschwindet. Oh. Ja, Tatsache. Ja, deswegen wollte ich eigentlich. Deswegen dachte ich mir, okay, Homing, weil die kann ihn ja trotzdem treffen. Ich bin gesprungen. Aber ist nicht das erste Mal, dass Mega Man meinen Befehlen nicht gehorcht. Wow! Nein! Ich muss Distanz aufbauen. Ja, jetzt kommt er natürlich mit dieser Scheiße. Ah! Wow! Das ist eine gute Technik. Die muss ich mir merken. Aber warum? Das Let's Race ist sowieso bald vorbei. So, jetzt muss ich nur noch diesen Hagelsturm hier überleben. Und Abstand. Jawohl. So, wer war hier? Oh, zack, zack. Feuerschwertkämpfer. Flammenschwertkämpfer vielmehr. Da, das ist natürlich sehr logisch. Wasserballon. Nein. Ah! Das wäre fast mein Todesurteil gewesen. Ich habe gar nicht geguckt, macht Schaden? Ja, macht es. Wow! Ja, toll, ich kann, logischerweise kann ich Feuer mit Wasser löschen, also, zack. Gut, ja, habe ich den schon mal. Welche Kapseln bleiben noch übrig? Die da oben. Die links oben, die links unten und die rechts unten. Okay, Frostman. Welche Waffe haben wir noch nicht? Die Bomben hatten wir noch nicht, den Wind hatten wir noch nicht und, den Meteoriten schaut mir noch nicht. Ich versuche mit den Bomben, die sind die logischsten gegen dich. Und? Macht es was? Ja, macht es. Wow! Weil ich mir... Na gut, Eisblöcke mit Bomben zu zerstören ist irgendwie leicht übertrieben, aber egal. So. Dann haben wir noch das. Ich hoffe, ich gehe jetzt zum richtigen rein, sonst ist das fatal. Ja. Clown Man. So, da dachte ich mir, okay, Clownman schaukelt gerne. Was kann einen an Schaukeln hindern? Eine Windböe. Ah! Wow, ich kann damit auch hoch hinaus. Ah! Das war sowas von mies. Ja, wegen null Leben und so. Continue. Alles klar, ich habe einen Plan. Ich werde zuerst diejenigen machen, von die ich am schwersten empfinde, wie zum Beispiel Searchman. Clownman kann ich mit Mega Buster besser als wie mit Tornado. Nein! So, das kommt weg. Ja, man hört original, wie ich auf mein Gamepad rumdrücke. Das heißt, rechts unten sollte Aquaman sein und der sollte das hier haben. Theoretisch gesehen. Denn der ist der letzte Verbleibende und das hier ist die letzte Schwäche. Nein! Schmeckt den. Jawohl. Okay. Wasserballon, jetzt gehe ich zu Feuerman. Gut, dass ich mir im Voraus schon
einen Plan überlegt habe, wer welche Schwäche haben könnte. Das hilft mir hier enorm weiter. Ansonsten wäre ich jetzt total aufgeschmissen. Nein! Toll. Ich schieße nach rechts. Das läuft jetzt natürlich super klasse. Und gegen Wily habe ich mir auch schon eine Technik überlegt, weil Wily hat ja meistens irgend so eine große böse Maschine und danach noch so eine Flugkapsel. Nein! Nein, 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 nein! Stirb? Ah, what the fuck? Du raubst Zeit, du Penner. Ja, von wegen zuerst große böse Maschine und dann Flugkapsel. Für die Maschine, meistens sind es die Waffen, die am unnötigsten erscheinen. Zum Beispiel bei Mega Man 2 sind es die Seifenblasen. Dann bei Mega Man 3 ist es der Top Spin bzw. die Search Snake. Weil es sind immer die Waffen, mit denen man Wily nicht direkt was anhaben kann. Oh! Ey, so. Und da dachte ich mir, ja, der Wasserballon. Und für die schwebende Kapsel, da ist es meistens so, dass man ihn entweder mit der Waffe schädigen kann, die ihn nicht erreicht. Oder aber, wenn es keine solche eine Waffe gibt, falsche Richtung, dass es die Waffe sein muss, mit die man lenken kann. Also mein Plan gegen die große böse Maschine wird es der Wasserballon sein. Ich kann nicht mal zu Ende sprechen hier. Gegen die Flugkapsel wird es dann das Feuerschwert sein. So, danke. So, jetzt die Granaten. Also mit anderen Worten, zuerst setze ich Wasserballon ein, dann setze ich Feuerschwert ein. Das ist mein Plan. Ich hoffe, er geht auf und ich kann damit Zeit sparen. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem und muss mich nochmal neu formieren. Nein, falsche Richtung. Oh, nein, ich bin eingefroren. Explodier einfach. Nein, er lebt. Ey. Stirb! Danke. Clownman mache ich irgendwann, keine Ahnung. So, ich habe jetzt noch Granatenman und Clownman. Granatenman könnte ich mit dieser Energie noch schaffen, Clownman wahrscheinlich nicht. Deswegen kommt Clownman zum Schluss. Da ich bei Clownman höchstwahrscheinlich verrecken werde. Nein! Ich habe da einen Stahlträger runterfallen sehen. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass ich ihn schaffe. Es muss nichts heißen. So zum Beispiel. Nun gut, dann mache ich zuerst Clownman jetzt mit dem Megabuster. Ich weiß, er schwingt sich zuerst auf die Schaukel. Bei Clownman werde ich ein bisschen anders vorgehen. Da werde ich zuerst Megabuster nehmen und ihn richtig gut zurechtstutzen. Später werde ich dann auf den Tornado zurückgreifen. Weil er dreht ja immer mal wieder seine Ehrenrunden hier. Wow, jetzt hat er mich getroffen. Nein, ich bin gerutscht. Hör auf, verdammt. So, er dreht seine Runden. Nein, 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 da muss ich aufpassen. Ja, das ist scheiße, wenn er sowas macht. Ey, Arschlochman. Du bist so ein Spastikus. Du bist nicht umsonst Spast, man. Ja. Nein, ich wollte gerade die Waffe wechseln. Ohne Witz, Clownman sieht so beschissen aus, aber dass der einer der härtesten ist, das ist aber normal. Weil die meisten Mega Man-Bosse, die richtig scheiße aussehen und scheinen schwach zu sein, die wurden gerade am härtesten gemacht. Ich weiß nicht, was Capcom sich dabei gedacht hat, aber nun gut. Sie wollten vielleicht ihr harmloses Aussehen bedrohlicher machen. Ah! Das war gut ungedacht von dir. Nein, jetzt fängt er jetzt schon mit dieser Scheiße an. Obwohl, wenn er... Gut, 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 gut!
Nein, ich habe auch nicht auf seine Dingens geachtet. Ja. Hey, hey, du kannst dich selber kitzeln. Nein, 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 nein. Das ist eigentlich recht nützlich. Jawohl. So, jetzt mit der Energie noch Granaten nehmen. Null Leben. Okay, jetzt muss ich erst recht hoffen, dass meine Theorie aufgeht. Und wenn es bestenfalls dürfte ich jetzt gegen Granatenman keinen Schaden bekommen. Okay, jetzt ist Konzentration pur angesagt. Logisch. Logisch. Jetzt wird er auf einmal arschlöchig. Arschlöchig vor allem. Ja, er ist auf einmal der voll der Homo. Da fällt ein... Fick dich, Mann! Okay, das wird in diesem Video nichts mehr. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei hier. Also hier bei den Dingens wieder. Pfiat euch.